das ist das zweite Mal, dass Mix 8 Overpass betritt für die North Lions in der ASEA Open. Zum ersten Mal. Wir sehen Flash and Smoke, P250 in den Händen von Marian. Und ein Kit und eine Smoke. Eine P250 bei Never. Der bewegt sich auch Richtung B. Ja, wird wohl auf Retake gespielt. Das sieht stark danach aus. Hier mit Aggression. Netter Shot von Marian. Das ist ein Opening. Mal direkt eine Schelle verteilen, um Hallo wach zu sagen. Ah, Richtung B. Die Bombe orientiert. Richtung B soll es dann auch gehen. Marian wirft dann eine Smoke. Die soll, glaube ich, Heaven fliegen. Wird aber getradet. Nee, die soll zum Rotieren, Spieler zum Rotieren bringen, aber Never hat sich davon nicht baiten lassen, kassiert aber viele Kugeln, der Raum im Wasser ist eingenommen. Und jetzt geht man davor, versucht den Raum gegen einzunehmen, wilde Duelle, die hier fallen, alle in Favor für die North Lions. Da wird jetzt auch weiter rumgezogen, aber eine Waffe gewechselt, da rechnet man nicht mit Nibito. Ja, mit 3 AP, einer USP, versucht die Runde jetzt hier noch zu holen. Das sieht ganz stark danach aus, dass die Pistol in die North Lions geht, die sich einen Fake überlegt haben für die Runde. Wild und mutig auf jeden Fall, aber mit so einer Opening-Schelle von Marian, zack, rumziehen und ins Gesicht. Kann man sich das auch mal erlauben? Das Game ein bisschen lauter machen hier. Tut mir leid. Eine 0 zu 4 gewesen. Das sollte jetzt deutlich besser sein. Zwei AKs, 3 Max und der Force bei Mix 8. Heavy Richtung B soll es gehen. Die Smoke, wenn ich nicht täusche, links-rechts-Kombi für ABC. Aber man wartet. Da boostet jetzt am Wood. Könnte man auch schön naden, die Posi. Das, was auch Big sehr, sehr gern gespielt hat. Eine Smoke für Guardian Early Round geworfen. Das hat auf jeden Fall zwei Spieler auf A gehalten. Und dann ist es nur noch Never da auf der Side. Der fällt schlussendlich, aber viel Damage abgegeben. Vor allem Nibito, der da oben wartet. Oh, und die Runde fällt auseinander, weil niemand mit Owen und Accord rechnet. Und auf einmal ist es das 1-1. So schnell konnte ich gar nicht reagieren, wie hier die Spieler gefallen sind. Shot nicht auf dem Schirm gehabt und die Rotation kam schnell über A. Das ist ärgerlich. Odin und Nibito, die beide gut waren für 2 Kills und da wird direkt mal eine Pause gezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob es taktischer Natur ist oder eher technischer. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Den Plant natürlich bekommen. Das heißt, man kann hier gegenforcen und let the force games begin. Aber da auch von der Side aus mit einer Mac gegen den Scout zu facen, gegen Heaven, mutig. Wenn nicht gar etwas naiv. Schaut auch ebenfalls nicht gedeckt gewesen, was dazu geführt hat, dass Oden den Plant da rausnehmen konnte. Early Monster Smoke. Oh, das sind gute AEs. Doppler Eder geworfen. Marian und Nick schon fast aus der Runde genommen. Ja, und Accord. Schönes Aim-Training. Besser als Aim-Labs. Muss man aufpassen, dass man hier nicht gebankt wird. Zu dritt im Con. Und dieser Force schneller auseinandergefallen, als ich es casten konnte. Rekord immer noch an der gleichen Position, rechnet nicht mit dem zweiten, ist trotzdem in der Lage, sich da jetzt ein 4K fertig zu machen. Und Odin nimmt den Wischmob und wischt einmal drüber. Damit ist es jetzt die Full Eco für die North Lions. Die in den sauren Apfel beißen müssen.
Kein Start nach Vorstellung, aber noch ist nicht alle Tage Abend. Wir sehen dann in der nächsten Runde hoffentlich einen gesunden Bei. Seiten in auf Lines. Und Accord wieder die gleiche Posi. Okay. Nette Schellen hier auf jeden Fall. Waffe leer, einen Frag kann man ziehen. An die Waffe kommt man aber nicht ran. Ja, sehr, sehr schnelle vier Runden, die wir bis jetzt hier gesehen haben. Und vor allem Accord liebt es da oben auf Party zu spielen. Eine Position, die man natürlich auch super pre-firen kann, super wegnaden kann. Das sollte man jetzt auf dem Schirm haben, auf den Seiten der North Lions. Wir gehen in Runde Nummer 5. Toilet Smoke kommt geflogen. Marian muss da aufpassen. Ist alleine da, wenn er fällt. Ist die Info bekannt, dass hier nichts ist. Rotation kann losgehen. Restlichen Spieler warten nämlich vor B. Wir sehen es auf der Karte. Alang wird aufgegeben. Mit beiden Spielern. Einer Richtung Toilets, zwei Richtung Toilets. Oh, Never schläft da. Ein bisschen Ribber in der Lage, da einen Entry zu ziehen. Aber Nibito direkt mit der Antwort. Jetzt kommt man auf die Seite. Nibito mit dem zweiten. Tanzt da um die Smoke drumherum, die er sich selber geworfen hat. Das ist sehr klug, weil inzwischen Zeit konnte Blackbird rotieren. Aber trotzdem eine 2 gegen 2 Situation daraus gemacht. Gutes Teamwork da von Domo und Nick. Ah, Accord ist aber auch gerade auf einem anderen Level. Position ist von Nick bekannt, der muss sich um den zweiten erstmal kümmern und schafft er nicht. Kommt jetzt gewechselt auf die AWP und die läuft auch bei ihm. Vierte Runde für Mixed 8, trotzdem gut noch auf die Side drauf gekommen. Bombblend ist wichtig. Jetzt die Frage, geht man wieder für den Force oder nicht? Ein Half bei ihr wäre es jetzt. Nach meinem Geschmack. Ja, genau das ist auch der Fall. Bei Leaks, zwei Tags und dann mit ganz viel Wut im Bauch. Nach jetzt vier verlorenen Runden hintereinander. Der Molly. Und an, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt soll es fast den Con hochgehen, aber die Tür ist schon aufgeschossen und zwei Spieler sind short. Die hat man versucht einfach zu ignorieren, aber die haben wir leider die etwas bessere Bewaffnung. Tobi. Nicht in der Lage, einen Frag zu ziehen. 5 gegen 3 Situation. Und auch gutes Timing. Der zieht vor der Flash rum. Also mächtig Balls auf jeden Fall. Wurden dann ein bisschen irritiert. Das sah am GoTV zumindest weird aus, was der da gemacht hat. Und jetzt ist nur noch Marian mit einer Diegel. Schießt man sich auch schon gegenseitig an. Aber das ist schwierig. Jetzt aufpassen, nicht geneift werden. Kann sogar noch einen zweiten Frag ziehen. Also ganz solide eigentlich. Nachdem es ein bisschen shaky aussah. Und jetzt. Sehr, sehr wichtige Runde. Wieder so ein bisschen Fuß auf die Bremse zu bekommen von Mixed8. Spook jetzt auch an der AWP. Das ist sehr wichtig. Accord. Ah, wir sehen's. Wurde da den ersten. Tagt ein. Domme direkt runter auf 20. Ah, da müssen Early Flashes fliegen jetzt so langsam mal Richtung Party, um ihn da rauszunehmen. Und Tobi rechnet nicht mit dem Spieler auf Boost. Vier Spieler Richtung Con / B orientiert. Und Accord da alleine. Also dem traut man heute auch wirklich alles zu. Wookie inzwischen Zeit. Kassiert aus dem Con. Versucht man jetzt den Spieler da rauszunehmen. Oh, Mistshot da. Einen kann Wookie ziehen, aber das sind bis jetzt sehr, sehr souveräne Runden, die wir da von Mixed8 sehen. Also auch gute Switch-Ups. Da beim russischen Quintett, die immer wieder wechseln zwischen Boost und Aggression, zwischen A und B. Das gefällt mir sehr gut. Wiederum die North Lions. Zwar mit einem Gameplan, aber schon Early Round Damage oder einen Frag, den man abgibt. Und dann ist es natürlich auf einer Map wie Overpass unfassbar schwer, noch was gegenzusetzen. Der Court ist on fire gerade. Schon mit 14 Frags, mit 15 Frags, Entschuldigung, und nicht 16. Ah, das ist gar nicht so ein schlechtes Opening hier. Jetzt ein bisschen cocky geworden.
Blackbird, der da einfach rumzieht und Marian, der den Frag ziehen kann. Mit dem nächsten 2 gegen 1 Situation. Muss jetzt das 4K machen, um die Runde zu holen. Hat auf jeden Fall die Bombe. Weiß aber nicht, dass er gleich von Monster geflankt wird. Jetzt halt die Frage, ob er den siebten Sinn hat. Den Shortspieler hat er gehört. Aber, nee. Wusste leider nichts vom Monsterspieler. Dachte sich auch wahrscheinlich auch schon, weil einer Short gesteppt hat, ah, da wird nicht noch einer von Monster kommen. Und damit ist es die siebte Runde für Mix 8, aber halb so wild war nun Half-Buy. Jetzt ist es wieder ein gesunder Buy und so langsam wird es wichtig, damit das Game hier nicht aus den Fugen gerät. Nice try, sehe ich ebenfalls. Genauso. Ja, man muss vor allem McCord hier ein bisschen rausnehmen. Also man weiß jetzt, wo er spielt. Switcht gerne zwischen Party und Monster mit der AWP. Sehr, sehr aggressiv auch. So, Smoke, Kai hinterher, Flash drüber. Das ist gut. Ja, Nibito muss da aufpassen. Kommt da mit der Hälfte AP ungefähr. Und dem Leben davon. Und jetzt wird Counter-Aggression gespielt. Genau das ist der Fall. Guter Refrag. Wichtiger Refrag. Rechnet man jetzt mit 2 Leuten im Con, ist die Frage. Der erste, der zweite, man spielt komplett aggro auf der Seite von Mix 8. Also, ich weiß gerade nicht, wer hier die T-Side bespielt und wer hier die CT-Side bespielt. Weil das ist Aggro-Con, Aggro-Short. Die Flashes sitzen, die Timings auch. Und es wird belohnt. Die North Lions jetzt in Form von Marian und Wookie, die sich jetzt Richtung B-Side begeben. Nur hinten im ABC einer. Side Smoke, Bridge Smoke, Molly Fisch. Ah, die Kommunikation dann nicht gut. Wollen beide Mollyn. Mollyn sich dann sozusagen selber von der Side weg. Schwierige Position jetzt für Marian. Sieht da ein. Kann einen machen. Den zweiten hat er, glaube ich, auch gespottet. Aber Accord ist schneller. Hittet den Wookie auch noch durch die Wall. Aber Wookie ist da. Wichtig. Sehr, sehr wichtige Runde jetzt auch für die North Lions, für die eigene Confidence. Wookie da auf der Side. Besser als Accord, der schon wieder einen durch die Box gesetzt hat. Und damit Runde Nummer 2 auf dem Konto der North Lions. Aber wir sehen es, die Kontostände von Mix 8 ermöglichen es ganz easy und locker flockig. Ich weiß nicht mal, wieso Accord da nicht für Head Kevlar geht. Und sich ärgern da, wenn er von der Glock kassiert oder. Accord jetzt weiter aggro. Richtung Short. Und Blackbird einfach mit einem Read. Also, das ist. Also, diese. Also, es ist krass. Es ist krass. Also, das muss auch unfassbar nervig sein. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, gerade auf dem Teamspeak von North Lion, von den North Lions. Ohne Respekt, ohne irgendwie die Sorge getötet zu werden. 1-gegen-1 Duelle einfach annehmen. Und dafür gehen. Jetzt wieder eine 3-gegen-2 Situation. Letzte Runde konnte es Wookie richten. Es ist wieder Wookie und Marian. Déjà vu aus der letzten Runde, aber diesmal soll es A werden. Aber dieser Backstep schon wieder von Odin, der einfach komplett A lang durchgeschlichen ist. Den ersten holt er sich. Vom zweiten weiß er nichts. Weiß jetzt hier nicht, wieso mir die Regie das Bild anbietet. Und das ist halt dann aber in der richtigen Sekunde auch klug gespielt. Ne? Sie zieht den Frag, geht weg. Accord setzt den Shot nicht. Smoke hier. Spielt's close. Und der No-Scope da nochmal ist Disrespect rein. Und dann direkt Runde Nummer 8 für Mix 8. No pun intended. This is... Also... Balls. Balls trifft's, glaube ich, am besten. Die Jungs von Mix 8 hier. Und Respekt eher weniger. Das riecht mir jetzt ganz stark. Ah, Mollys gefällt. Wieder nach Con-Agro. Zu zweit geht man da. Flasht sich aber selber weg. Und jetzt soll es der B-Rush werden. North Lions mit dem ersten. Und Never könnte da jetzt fallen. Na, holt sich ein, holt sich zwei. Schnelle 3 gegen 2 Situation. Und jetzt ist es Marian. Aber die sind halt auch selten allein unterwegs, ne? Die bespielen die Flanks so, dass immer ein zweiter da ist für den Refrag.
Also, die Jungs von den North Lions waren gerade keine 5 Sekunden auf der Side. Und da standen schon zwei, die Short durchgepusht sind. Also Banane durchgepusht sind und dann runtergekommen sind über Con. Bei, ja, diesem Amount of Aggression wäre vielleicht mal ein Default und einfach abzielen das Klügste, was man machen kann. Einfach darauf warten hier. Er korbt. Kann da, weil er flasht ist, nicht den Shot setzen. Müsste aber gespottet worden sein. Tobi kassiert da genau einen Damage durch die Smoke und ist dann sauer und gibt Never einen hinterher. Wichtig jetzt diese Vorteilssituation mitzunehmen. Kaum sage ich es, Accord schon fast bei den 20 Frags. Und dann ist es halt auch wieder Nibito einfach mit dem kompletten Disrespect. Also läuft er einfach im Slow Peak rum. Und wird dafür auch belohnt. Accord, der ist gerade nicht von diesem Planeten. Alles, der hittet alles. Weh dir, der macht auch noch den letzten. Ah, wenn's läuft, dann läuft's halt, ne? Nick whifft da ein bisschen und wird direkt dafür bestraft. 10 zu 2. Ich hab das Gefühl, das Game läuft seit 3 Minuten. Und jetzt braucht man Runden. Jetzt braucht man Runden, aber wir sehen's dabei. Wieder nicht da. Deagles und Kevlar. Zwei Tech 9. Con jetzt mal Con-Spieler alleine gewesen, aber der Short-Spieler vielleicht in der Lage, noch einen rauszuziehen. Rechnet nicht mit dem Klaus-Spieler. Trotzdem ist Nibito in der Lage, mit 32 AP einen Frag zu ziehen. Kriegt da nicht mal Support von der Side aus. Jetzt wird nochmal gereboostet am Kleinholz. Jetzt die Frage, ob Buki damit rechnet. Ja. Guter Spray. 3 gegen 3 Situation jetzt geschaffen. Das ist möglich. Jetzt klug ausspielen. Und ich glaube, so langsam entwickelt man auch eine gewisse Paranoia auf den Seiten von den North Lions, weil das, was Mix 8 bis jetzt gespielt hat, war überall durchpushen und wehklemmt. Aber jetzt nicht irgendwie undurchdacht, sondern meistens so, dass jemand refragen konnte. Ah, Marian fällt da jetzt beim Checken da von Guardian. Rekord auf der Side. John peekt weiter, wird nichts sehen und die Info weitergeben, dass das hier sehr, sehr ruhig ist. Dome. Domme. Welt auf Short. Wookie, jetzt bekannt. Wird da gefaced von zwei Angles und kann da nichts machen. Das ist die 11. Runde für Mix 8. Ich glaube, jetzt ist es, ich sehe es gerade schon im Chat, der richtige Zeitpunkt für alle Fans in North Lions hier mal ein bisschen Stimmung reinzubringen. Hier ein bisschen, ja, zu hypen, damit die Jungs das durch ihre Headsets, durch ihre Bildschirme durchbekommen. Denn sie brauchen es. Sie brauchen es unbedingt. Eine Runde, die ja entscheidend für den weiteren Spielverlauf sein kann. Pi ist da. Aber wir sehen es. Selbst mit Full Loss Bonus und Plant. Nächste Runde eher weniger. Und Dome geht Full Risk und wird dafür nicht belohnt. Der Court über der Smoke. Marian rechnet nicht damit. Aber der Refrag. Und ein bisschen zu greedy gewesen. Rüber Tobi liebt da gefährlich. Das sieht auch durch die Wall durch. Vielleicht noch eine Flash. Ah, wird da jetzt sogar noch rausgemollied. Und der Court ist gerade von einem anderen Planeten. 25-5. Tobi fällt Short auch. Wookie nur noch da. Und dann ist es Nick mit einem HP. Ja, und selbst wenn er wollte, kann er da nichts machen. Das ist die 12. Runde für Mix 8. Der ist gerade sehr souverän. Also maximal souverän, was Mix 8 hier bespielt. Zweiter AWP jetzt sogar noch ausgepackt von Nibito. Money ist da, also da kann man sich auch kann sich auch jeder eine leisten, wenn er Bock hat. Letzte Runde in der Halbzeit, Utility schlecht auf Seiten von den North Lions. Noch eine Smoke da am Gürtel von Nick. Erste schon rausgeworfen. Jetzt fällt Accord mal. Jetzt mal die Möglichkeit. Schön, Marian mit zwei Openings. Der IGL nimmt es in die Hand. Um hier vielleicht die dritte Runde aufs Scoreboard zu bringen, die schon sehr, sehr wichtig wäre. Damit das Ganze nicht innerhalb von wenigen Minuten entschieden ist. Nur Marian muss jetzt aufpassen. Na, Glück, dass der Molly in der Smoke landet. Und jetzt mal schnell sein. Jetzt mal effektiv sein. Alle drei hier. Nick. Mit einem
fällt dann schlussendlich. Nimmt auch noch sein Mate mit. 2 gegen 2 Situation jetzt. Wookie aber ist da. So, wo ist der andere Spieler? Die Frage erübrigt sich, denn Wookie rechnet mit dem Peak von Blackbird. Und damit ist es die dritte Runde für die North Lions. Das war eine sehr, sehr schnelle Halbzeit. Liebe Freunde des gepflegten Counter-Strikes. Und eine sehr souveräne Leistung von Mix8. Also man hat nicht planlos gespielt, man hat nicht ohne Idee gespielt auf den Seiten von Mix8, aber man war mit dieser Early Aggression allen, auf der Seite von Mix8 sage ich schon, auf der Seite von North Lions, aber man war auf diese Early Aggression, die jede Runde aufs Neue gekommen ist, aber halt jede Runde aufs Neue von einer anderen Position war man nicht vorbereitet. Also nach Adam Riese, wenn ich mich nicht verzählt habe, hat man in 9 oder 10 Runden den First Track abgegeben. Und das innerhalb der ersten 20 Sekunden. Und das macht es dann halt natürlich schwierig. Vor allem schwierig gegen ein Team, was sich entscheidet, ohne großartig nachzudenken, die W-Taste zu drücken und überall durchzupushen. Und dann kommt natürlich auch hier und da ein bisschen Glück ins Spiel. Ein paar Duelle, die in Favor für Mix8 ausgegangen sind. Und so schnell kommt es zu einem Spielstand von 13 zu 12. 13 zu 12, 3 zu 12. Ja, und Comeback. Ein Comeback ist jetzt vonnöten und eins einer ganz anderen Natur. Weil wenn die so aggressiv T spielen, wie sie CT gespielt haben, dann Halleluja. Dann wird hier wenig gefaked, sondern dann wird allein auf Gesicht gegangen. Natürlich ist russisches Team jetzt nicht unüblich, aber halt unangenehm auch zu bespielen. So. Full Fokus jetzt. Ist der Comeback real? Ja oder nein? Ihr könnt es mir im Chat verraten, ob ihr noch daran glaubt. Wir sehen kein Kit auf Seiten der North Lions. 5-mal Kevlar. Volle Firepower Richtung B. Also da hat man sich anscheinend VODs angeguckt. Nur Wookie. Der kommt da nicht weg. Der kommt da nicht weg. Ein Spieler mit Odin. Oh, das ist super gutes Timing von Tobi, der da absolut Panik geschoben hat. Man entscheidet sich aus was für einem Grund auch immer, dann zurück zu B zu gehen. Dachte, dass man die Rotations forced, aber ich hab's angesprochen. Sehr, sehr solide dann die Crossfires aufgebaut. Noch zu viert da auf der Side gewesen. Überhaupt keine Rotation gezogen nach dem ersten Frag. Das sah mir auch gerade so nach einem Matchmaking-Go aus. Wir sehen's. Kein richtiger Force hier, nur Nibito, der jetzt in die nächste Runde mit 150 reingeht. 3 MP9s. Rekord verbrennt schon mal. Den jetzt aus dem Spiel zu nehmen ist wichtig. Also dem jetzt mal ein bisschen Respekt einzubläuen. Ey, war schön, was du da geleistet hast in der ersten Halbzeit, aber die zweite gehört uns. Und das sind saubere und cleane Runden. Saubere und cleane Runden, die wir hier sehen von den North Lions in 1 und 2 in Halbzeit 2. Und jetzt der Bay, Nibito, Galil und nichts weiter. Die spielen wirklich, die spielen T genauso wie CT, ne? Also Full Aggro ohne Respekt. Ist jetzt die Frage, ob das funktioniert oder nicht. Ob B-Molly kommt da geflogen. Flash hinterher, man nimmt den Raum da aber nicht ein, geht Richtung Con. Mix8 stark Richtung B orientiert, einen Lurk schon mal Richtung Party geschickt. Aber auf Rekord muss man da aufpassen. Ah, Counter-Aggression, gut, für ein 1-für-1-Trade. Zweiten Spieler konnte man da nicht rausnehmen. Rekord öffnet da die A-Side. Und währenddessen fällt Domme. Das macht es umso schwieriger. Nick aber macht daraus eine 3 gegen 2 und eine Durbel-Situation. Und Marian ist auch noch da und nimmt den Court auf der A-Side raus. 2 gegen 1 jetzt. Bombe ist aber down. Bombe muss geholt werden. Das kostet sehr, sehr viel Zeit. Inzwischen könnte Marian rotieren, aber der ist sich nicht ganz sicher, wo die Reise hingehen soll. Auf B wird's. Ist gespottet. Das macht umso schwieriger. Land geht durch. Molly kommt geflogen, aber der kommt zu spät. Macht aber ganz guten Damage. Jetzt der Double Peak. Und damit die 13. Runde für Mix8.
Da hat Marian versucht, nochmal das Team hier ins Game reinzubringen. War wichtig, da Accord rauszunehmen. Und Nick auf der B-Side hätte vielleicht 5 bis 10 Sekunden länger überleben müssen. So, es ist die 13. Runde für Mix8. Und man muss jetzt natürlich kaufen. Wir sehen Wookie an der Glass kennen. Also bei dem Spielstand kann man sich jetzt auch keinen weiteren Fehler mehr erlauben. Mit dem Rücken zur Wand spielt sich es aber am besten. Habe ich mir sagen lassen. Oh, Nick mit einer Early Smoke. Ah, Wookie verschießt dagegen gekorbt. Bei dem funktioniert halt auch gerade alles. Domme aber in der Lage, ihn zu rächen. Marian jetzt mit einem guten Flank überlang. Rechnet er da. Und mit einem zweiten ist auch unnötig. Denn da ist keiner. Aber Counter Boost. Nick kann sich glücklich schätzen, da mit dem Leben davon gekommen zu sein. Ein bisschen gepanickt von Never. So, jetzt Popflash Richtung Monster. Aber von hinten in den Rücken. So gefällt's mir. Tobi gibt die Medizin zurück, die er zu schmecken bekommen hat in der ersten Halbzeit. Und Nick nimmt den Wischmob und fischt einmal drüber. 6. Runde für die North Lions. Wichtig auch, dass man mit so vielen Spielern überlebt hat. Auf der anderen Seite wurden schon wieder... Also bevor das Team überhaupt irgendwie wahrscheinlich einen Call gemacht hat. Kevlar und AK raus. Sehen wir stark nach Hero AK aus. Ansonsten 3 Deeks. Smoke und Flash in den Händen von Accord. Hätte mir da, glaube ich, eher Accord an der AK gewünscht. Schöne Nate da. Die hat Ouch gemacht. Der war überlebt mit 6 HP. Tobi kümmert sich um Oden. Wookie mit dem nächsten. Gegen 3 Situationen jetzt. Muss mal aufpassen, dass er sich da die Waffe nicht holt. Wookie halt auch known, ne? Muss jetzt von 2 Seiten aufpassen. Checkt da jetzt mal safety-wise Short. Auch mutig, da ohne Support von den Mates. Hier werden jetzt die Waffen gewechselt. Blackbird jetzt an der AK. Der einzige auch noch mit Kevlar. Wir sehen hier ein 2-2 Setup. Von den Sides aus. Bombe Richtung B. Und da wird jetzt wahrscheinlich mit 45 Sekunden auf der Uhr dann auch der Explode stattfinden. So, Dom lebt da gefährlich, wenn er da jetzt peakt. Nick aber am Pillar, wird rausgeflasht. Domme mit 2 starken Frags. Wichtig jetzt, der letzte jetzt auch bekannt. Accord wird wohl nicht. Mit 25 Sekunden auf der Uhr und einer Diegel die Runde. Nick kassiert da 2 Schellen in den Hinterkopf von Marian. Aber die 7. Runde. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wenn das Comeback real sein soll, sind solche Runden vor allem souverän ausgespielt immer ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob die liegt. Müsste sich da eigentlich am Pinöpel orientieren. Ah doch, die liegt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die liegt. Okay. Wir haben nichts gesagt. Jetzt soll es schnell sein. Jetzt soll es schnell gehen. Die Flash sitzt nicht. Und da will man jetzt durch den Molly durch. Ah, die Flash ist bitter, dass sie da nicht sitzt. Domme mit einem, Marian mit einem, Ribber mit dem nächsten. Und das geht schneller vorbei, als ich es casten kann. Saubere und cleane Runden, die wir. Und sauberes und cleanes CT-Counter-Strike, was wir von den North Lions sehen. Und relativ, ja, uninspiriert, so wie ich es gesagt habe. Das, was Mix8 hier zeigt. Direkte Goes auf die Sides, direkt den Contact suchen. Aber ohne groß zu überlegen, was da eigentlich gemacht wird. So, Gott, B-Molly wieder Richtung Spielplatz, beziehungsweise Entry. Tobi, nee, Smoke. Kassiert da 2 Nades. Gut, dass er da wieder die Tür zumacht. Jetzt aufpassen. Ah, geht schlussendlich down. Unlucky, dass er den Frag nicht sehen kann. Und die wissen nichts von Never. Never sneakt da einfach komplett durch. Man war sich mehr oder minder sicher, dass es hier B wird. Jetzt muss die Bombe natürlich auch geholt werden. Das ist eine sehr awkwarde Situation. Jetzt fällt auch noch Marian und das... Oh, Nick! Wichtig! Überlebt er auch noch mit 22 HP. Dom ist direkt da.
2 gegen 2 Situation, eine Runde, die eigentlich schon verloren schien, aber die Bombe war so weit weg. Die hatte man auf Seiten von Mix 8 einfach weggeworfen. Sekunden jetzt noch. 2 gegen 2 Situation. Blackbird low, aber genauso ist es Nick. Man hat aber natürlich absolut gar keine Ahnung, wo hier die T-Spieler sein könnten. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, dass dann Never und Accord einfach auf die Side draufgelaufen sind auf A. Ohne, dass man Info darüber hatte. So, jetzt plant am Truck. Retake geht gleich los. Eine Nade noch bei Domme. Wird aber nicht geworfen. Nick mit dem ersten Contact sieht da einen schon mal Richtung Default. Muss da aufpassen. Geht schlussendlich down an die Vito. Und jetzt muss es der Neue richten. Jetzt muss es Domme richten. Kriegt da Nibito nicht, weil er versucht da wegzuspringen. Aber das reicht theoretisch. Der ist so weit weg, dass er da rumziehen könnte. Entscheidet sich aber nicht dafür und verliert das Duell. Wie ärgerlich. Er hätte da, glaube ich, durchziehen können, ohne dass Nibito überhaupt den Hauch einer Chance gehabt hätte. Ah, tut das weh. Bei diesem Spielstand mit dem Rücken zur Wand diese Runde abzugeben. Nick hat es noch versucht. Nick hat versucht, den Fuß da in die Tür zu bekommen und die Runde wieder spannend zu machen. Aber am Ende verliert man im Retake. Und schnell soll es jetzt wieder gehen. Gute Flash ist da. Nick wird rausgenommen auf Short. Marian versucht ihn zu rächen durch die Wall. Funktioniert nicht. Schnelles, Fast Pace, Counter-Strike. Diesmal hat aber die Flash Richtung Short gesessen. Dass Nick dann nur noch mit den Händen vorm Gesicht rumtanzen konnte. Ja, Timing könnte jetzt gut sein. Versucht sich da zu boosten, das geht schief. Am Kleinholz. 4 gegen 5 Situation, jetzt in Favor für Mix 8. Sich da selber eine Guardian Smoke geworfen mit Gap. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber in Zwischenzeit. Das Timing sitzt aber auch gerade einfach nicht. Also. Läuft scheiße. Schöner Frag jetzt von Wookie. Kann einen zweiten dann noch rausnehmen. Schade. Wäre auch so schwer geworden, hätte es acen müssen. Und das ist die 15. Runde und wir sehen es am Money. Bis auf Domme. Niemand in der Lage. Jetzt einen ordentlichen Buy rauszuholen. Jetzt ein Aug-Buy von Marian, auch interessant. 2 M4s, 2 Deagles und ein Traum. Wiederum auf der anderen Seite bei Mix 8 alles, was das Herz begehrt. Ja, Wookie blockt dann eine Smoke. Das könnte auch noch für einen späteren Verlauf wichtig sein. Never hinter der Smoke. Jetzt Wookie muss halt Glück haben. Traut sich aber dann nicht durch die Smoke durchzutanzen. Jetzt aber die Infos vom Mate bekommen haben, von Nick auf der Seite, dass da Hilfe nötig ist. Und jetzt ist auch nur noch Wookie im 1 gegen 5. Kann da relativ wenig machen. Dürfte auch gleich in den Rücken geschossen bekommen. Ist auch full blind. Ja, dann kann er nichts machen. 16 zu 8. GG, well played.